Wird nicht gemeckert. Who fucking cares, ja. Wenn ihr wisst, wie sie ausgesprochen wird. Jennifer of Vengerberg oder Vengerberg. Das heißt ja auch Avengers. Ja, zum Beispiel, dann sagen Vengerberg. Wir Vengerberg. Dann sagen wir Vengerberg, ja. Die gute Jennifer. Ja. Wir warten schon heiß auf die zweite Staffel des Witcher. Wie fand's gut, die erste? Hat dir die gefallen? Teilweise. Teilweise. Also manche Sachen waren, fand ich, erbärmlich billig. Ja. Also da habe ich echt gedacht, dass, wie heißt nochmal der Hauptdarsteller? Ich weiß, Superman. Cavill, Henry Cavill. Henry Cavill, da dachte ich manchmal, dass der sich dafür hergibt, aber dann... Weil er ein Nerd ist. Dann gab es aber wieder Sachen, wo ich dann sagte, oh, das ist jetzt schon richtig geil gemacht. Okay. Ich muss jetzt aber dazu sagen, dass ich nicht in dem Spiel drin bin und man hat es ja oft so, wenn du das Comic, Fan vom Comic oder Fan vom Spiel bist, es wird dann verfilmt und man sieht dann, wie dicht ist es dran am Original und so, klar. Dann findet man viele Sachen geil und dann verzeiht man auch vieles. Das ist die Spielversion aber, ne? Von der Frau Wenger, von Wengerberg. Genau, das ist nicht die Schauspielerin, sondern das ist der Charakter, so wie er im Spiel auftaucht. Geil, und gute Größe haben, auch. Genau, und die gute Dame haben wir für 29,99 inklusive Versandkosten. Da kannst du nichts sagen, das ist ein Knüller. Genau. Sehr interessante Frau. Ich habe was mitgebracht. Ich habe neulich mit Marc auch schon drüber gesprochen. Ich habe mir Old Guard angesehen bei Netflix. Hat mir sehr gefallen. Ich mag die Frau Theron einfach unglaublich gerne. Wer mag sie nicht? Einfach, die ist unglaublich. Einfach auch standmäßig, was die raushaut, ihre Kampfszenen echt, echt gut. Und das erste Comic ist ja nah dran an der. Also, Quatsch, das erste. Quatsch. Die erste. Nee. Nochmal, warte, ich muss hinkriegen. Die Verfilmung ist nah dran an der ersten, jetzt habe ich es, an der ersten Storyline, also wirklich sehr, sehr schön. Und das ist der zweite Teil. Es ist geschrieben von Greg Rucka, der einfach ein fantastischer Autor ist, unglaublich viel auch für Batman geschrieben hat. Und es ist ganz toll gezeichnet. Ich kann dir gar nicht sagen, wer es gezeichnet hat, aber mich hat es erinnert an Bermejo ein bisschen. Ja, vom Style. Ja, vom Style. Und Rucka macht ja eigentlich auch mehr so Sachen. Ja, ich will jetzt nicht sagen Hardboiled-Stories, aber es hat immer so ein bisschen Krimi-Thriller. Ja. Qualitäten, manchmal auch so ein bisschen CIA, FBI, bla bla, Verschwörungsgeschichten mit drin. Und da schlägt, finde ich, Old Guard genau mit rein, mit dem Unterschied, dass es halt eine ordentliche Portion Fantasy mit drin hat. Ja, das ist ganz cool. In dem Sinne, dass sie halt diverse Personen unsterblich sind. Ne? Ja, und du hast halt, das Geile ist, dass wie bei Highlander damals immer die Flashbacks in die verschiedenen Perioden, wo sie dann irgendwie auf Segelschiffen unterwegs sind und je nachdem, wie alt sie sind, quasi haben sie alle Geschichte und da ja die Hauptdarstellerin, also die Anführerin quasi unglaublich alt ist, es wird ja nie gesagt, wie alt genau, ist sie also quasi in allen Zeitperioden zu Hause sozusagen. Ja. Und es ist geil gezeichnet, es macht Spaß zu lesen, hat ein schönes Pacing. Und wer es nicht erfahren kann... Ihr seid im alten China, ihr seid im alten Nordamerika, bei den Ureinwohnern. Ja. Es geht kreuz und quer. Ja, die ganze Soße. Also wer es nicht abwarten kann, die zweite Verfilmung, der kann sich das Comic schon mal reinpfeifen. Steht schon fest, dass es eine zweite gibt? Steht fest, ja. Ach ja. Hier hinten, guck mal, habt ihr auch noch die schöne Werbung mit ihr. Ach. Apropos, ich weiß gar nicht, ob das beim Neuheitenvideo oder nee, es war glaube ich beim C19-Sale, hat einer drunter geschrieben, weil wir hatten vor ein paar Tagen, könnt ihr übrigens immer noch käuflich erwerben, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wann das Video hier gesendet wird. Ja, das kann sein. Von Swamp Thing, diesen Glow-in-the-Dark-Pop. Und da schrieb einer unten drunter, ja, die Serie ist doch eingestellt und so weiter. Abgesehen davon, dass es relativ egal ist, finde ich, ob die eingestellt worden ist oder nicht. Mhm. Man munkelt tatsächlich, dass eventuell jetzt doch eine zweite Staffel kommen soll. Die hatten ein bisschen das Problem, dass das ganze Set, was sie da gebaut haben, was fantastisch ist, was sie im Studio gebaut haben, das hat, glaube ich, alleine schon 2 Millionen Dollar oder so gekostet, wenn nicht sogar noch mehr. Und als dann eigentlich recht früh gesagt wurde, dass es keine weitere Staffel mehr gibt, da haben sie das alles kaputt gemacht. Scheiße. Und das war dann natürlich ein Problem, wenn es eine zweite Staffel hätte geben sollen, dass sie halt wieder dieses Set, was einen Großteil der gesamten Produktionskosten aufgefressen hat, das halt wieder neu zu bauen. Ich könnte mir aber vorstellen, so wie wir das, glaube ich, vor ein paar Tagen schon mal gesagt haben, angesprochen haben, dass James Gunn ja jetzt eine Serie für DC macht,
produziert, die ins DC-Universum gehört, dass Warner da dann doch schon versucht, auf allen Ebenen da ein bisschen mehr zu bringen und ein bisschen Marvel nachzueifern. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann doch wirklich noch eine zweite Swamp Thing-Serie geben wird, weil da ist ja sozusagen die Saat schon ausgesät und die erste Serie war Bombe. Ich fand die super, gerade auch vom Artwork. Und wir sind aber auch noch von einem anderen aus unserer Community korrigiert worden über die Erfindung von Swamp Thing. Ah. Ja, da hieß es, irgendjemand anders hätte die erfunden. Wir haben das nicht gesagt. Wir haben aber gesagt, dass Alan Moore ihn groß gemacht hat. Sind wir nicht korrigiert, sondern ergänzt worden. Ja, ergänzt so wollen wir das haben. Absolut, ja. So wollen wir das haben. Es ist auch, selbst wenn wir falsch liegen, finde ich es gut, wenn drunter geschrieben wird, wie es richtig ist. Unbedingt. Wir lernen immer gerne was dazu. Unbedingt, ja, das wollen wir immer. So, wie lange läuft denn der 10-19-Sale jetzt eigentlich noch, weißt du das? Der läuft bis... Kannst du noch ein bisschen? Für euch da draußen immer. Ah, also solange. Der läuft so lange wie er läuft. Solange ihr den braucht und wenn ihr irgendwann keinen Bock mehr habt und sagt, ey, ich kann sie nicht mehr sehen. Die verkaufen eh nur irgendwelchen Schrott total überteuert, ja, und genau. Sagen auch noch, das wäre viel zu billig. Und dann das Gelaber noch die ganze Zeit. Und dieses dumme Gelaber und erzählen sowieso nur verkehrte Sachen von wegen irgendwie der Hobgoblin würde nicht den gleichen Granaten um sich schmeißen wie der Green Goblin oder sowas. Ja, ich verstehe das nicht. Ja, ja, aber so nach 5 Stunden Videoaufnahmen, dann ist das Gehirn irgendwann so matschig. Da kommt eigentlich nur noch Krimskrams raus. Das ist wahr, das kenne ich. Das kenne ich. Das kann ich so unterschreiben. Ja gut, dann ist das jetzt erstmal, geht weiter. Wir gucken. Wir schauen, ja. Ja, Trauma. Alles klar. Mal gucken, ob es morgen weitergeht oder nicht. Wer weiß. Ja, wer weiß. Bis dann. Ciao, tschüss. Ciao.